Eine Neuerung in Communicator 5.4 ist die Möglichkeit, über die Bearbeiten-Schaltfläche Felder ein- oder auszublenden. Dazu öffne ich zuerst das Schnellmenü über einen Rechtsklick, wähle dann hier die Bearbeiten-Schaltfläche aus und das Feld, das ich ausblenden möchte, in dem Fall Kleidung, und habe jetzt in der Bearbeiten-Schaltfläche unten links die Möglichkeit, einen Haken bei Taste Ausblenden zu setzen. Möchte ich mehr Felder als dieses eine ausblenden, wähle ich OK und Fortfahren. Möchte ich nur dieses eine Feld ausblenden, wähle ich OK und Schließen. In dem Fall möchte ich OK und Fortfahren. Auf dem Feld, das ich gerade ausgeblendet habe, erscheint oben links jetzt ein neues Zeichen dafür, dass es ausgeblendet ist. Ich möchte jetzt auch noch Dinge ausblenden, wähle also dieses Feld aus, mache auch einen Haken bei Taste Ausblenden und sage jetzt OK und Schließen. Und diese beiden Felder sind dann entfernt. So habe ich jetzt zusätzlich zu der Möglichkeit, im Bearbeitungsmodus Felder auszublenden, eine schnelle Möglichkeit, auch über die Bearbeiten-Schaltfläche die Felder auszublenden. Und habe zudem, wenn ich in den Bearbeitungsmodus wechsle, über das Schnellmenü Seitenset bearbeiten, jetzt immer auch einen visuellen Hinweis, dass diese Felder ausgeblendet sind, was vorher nicht der Fall war.